Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Naturbewusst. Um alle Pflanzen winterfest zu machen, müssen Gartenbesitzer jetzt noch mal ran. Pflichtbewusst. Wer umzieht, muss ab dem 1. November ein neues Meldegesetz einhalten. Und energiebewusst. Beim Kauf eines Kaminofens kommt es nicht nur aufs Design, sondern vor allem auf die Qualität an. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Die Tage, an denen wir nur mit T-Shirt bekleidet vor die Haustüre können, die sind in diesem Jahr leider vorbei. Stattdessen tragen wir eher die dicke Daunenjacke und Handschuhe. So wie wir uns für den Winter fit machen, gilt es auch, den Garten für den Winter zu rüsten. Wer nicht so einen natürlichen Rasenmäher zu Hause im Garten hat, der muss auf die klassische Methode zurückgreifen, und zwar am besten bis spätestens Ende Oktober. Bis dahin sollte der letzte Schnitt vom Rasen erfolgen. Etwa 4 bis 5 cm Länge sollte er dann noch haben, um bei Schneefall geschützt zu sein. Außerdem wichtig, gut düngen. Beim Dünger ist darauf zu achten, dass man einen kalibetonten Dünger hernimmt, denn der Kali, der fördert einfach nochmal den Wasserhaushalt vom Rasen, und der Salzgehalt in der Pflanze oder im Zellstoff, der wird einfach nochmal gefördert, und dadurch haben wir einfach eine sehr starke Pflanze bzw. einen sehr starken Rasen über den Winter. Im Herbst werden die Tage kürzer, die Nächte länger und die Stauden im Garten gehen kaputt. Damit im Frühjahr wieder alles schön wächst und gedeiht, sollte man auch hier vorsorgen. So ein Bild, wie wir hier jetzt haben, das kennt wahrscheinlich jeder aus seinem eigenen Garten, dass wenn einmal kalt ist, dass die Blätter langsam braun werden. Zum Empfehlen wäre, das Pflanzbeet nicht komplett abräumen. Ganz einfach, dass ein paar Insekten oder sowas, Kleintiere, auch noch einen Platz haben zum Überwintern. Wird es draußen kälter, schaltet die Pflanzenvegetation auf Schongang herunter. Mitte, Ende Oktober ist daher auch die Zeit, sich um Gräser im Garten zu kümmern. Jetzt gehören höhere Gräser zum Schutz zusammengebunden. Straff zusammenbinden, dass sie durch den Schneelast im Winter nicht abknicket, dass keine trockenen Pflanzenblätter im Garten umherfliegen. Einfach zusammennehmen, zusammenbinden, und wichtig ist, erst im Frühjahr abschneiden. Einen kleinen Rückschnitt vertragen jetzt auch Gehölze wie beispielsweise Lavendel. Hier ist allerdings Sorgfalt gefragt. Viele haben einfach Angst, dass der Lavendel, wenn man im Herbst zurückschneidet, über den Winter kaputt geht. Der Fehler ist dann, der Lavendel wird mit der Zeit holzig und einfach zu hoch, zu strauchig. Einfach hingehen im Herbst, nur bis auf die Blätter zurückschneiden, die alten Blütenstände abschnibbeln und im Frühjahr dann handbreit über der Erde zurücknehmen. Das macht man so März, April. Wer einen Wasserlauf oder einen Teich zu Hause hat, muss diesen ebenfalls gut auf den Winter vorbereiten. Kleine Springbrunnen oder Becken sollten geleert werden, da diese bei Frost springen können. Bei Teichen ab 80 cm Tiefe muss das Wasser nicht abgelassen werden. Da das untere Drittel hier nicht gefriert, haben Fische oder Molche die Möglichkeit, im Wasser zu überwintern. Die richtige Pflege vor den ersten Minusgraden ist dennoch wichtig. Wichtig vor dem Winter wäre es einfach, Blätter und Schlamm einfach abzusammeln vom Teich, weil dadurch entsteht ein organischer Zerfall. Und dieser organische Zerfall, der verbraucht Sauerstoff, und dieser Sauerstoffmangel, der dann entsteht, der wäre einfach suboptimal für Fische, Molche etc. Wasserleitungen am besten mit dem Kompressor durchblasen, damit kein Restwasser zu Frostsprüngen führt. Pumpen und Filteranlagen sollten über den Winter aus dem Teich genommen werden. Am besten reinigt und kontrolliert man sie dann gleich, damit auch hier im Frühjahr wieder alles startklar ist. Das waren die Tipps für den Garten, und kommende Woche kümmern wir uns um Ihre Balkonpflanzen. Bei uns geht es gleich weiter mit einem richtig heißen Thema, und zwar zeigen wir Ihnen, auf was Sie beim Kauf eines eigenen Kaminofens achten müssen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.
Altmodisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstehle in Friedrichshafen. Fliesen-stehle.de. Verloren beim Immobilienverkauf? Wir helfen Ihnen. REWA Immobilien ist seit 1994 der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. Unsere jahrelange Erfahrung bringt Sie ans Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Vereinbaren Sie einen Termin. REWA Immobilien in Radolfzell und Konstanz. Ist das nicht schön? Dass ich mit Gas umweltschonend kochen kann? So kann ich mit gutem Gewissen genießen, auch wenn das Wasser mal nicht kocht. Wann wechseln Sie zu den günstigen Energietarifen? Citywerke, die starke Online-Marke aus der Stadtwerke-Gruppe der Tüger. Sparen Sie doppelt mit Citystrom und Citygas. Einfach Optimierer einstellen, freuen, wechseln. Alle Infos unter www.citywerke.com. Wir sind Einrichtungsberater, Kaffeetafeldekorateure, Besteckexperten, Atmosphärenzauberer, Tischauffrischer, Frühstückstischbestücker, Herzschlagbeschleuniger, Blechbeauftragte. Wir sind Ihr Fachhändler. Wir sind Grossmann. Besuchen Sie uns in Friedrichshafen unter Raderach und lassen Sie sich inspirieren. Hausbau Energie. Meine Baumesse am Bodensee. Alles rund um Bauen, Kaufen, Wohnen, Modernisieren und Sanieren. Spezialisten aus der Region stehen Ihnen an einem Ort, an einer Veranstaltung zur Verfügung. Vom 6. bis 8. November in der Messe Friedrichshafen. Sichern Sie sich Ihre kostenlose Eintrittskarte unter www.hausbauenergie.de. Am Sonntag mit der Immobilienmesse Mein Zuhause. Lassen Sie sich inspirieren. Wir gestalten Ihr Bad nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bauen Ihr Bad komplett kompetent und zuverlässig. Entdecken Sie den Lebensraumbad bei uns. Bommer, die Badgestalter. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Im Jahr 2002 wurde in Deutschland die Bestätigung zur Meldepflicht eingeführt und danach wurde das ganze Thema ein bisschen lockerer gesehen. Ab 1. November gilt die Bestätigung der Meldepflicht wieder und wir zeigen Ihnen, auf was Sie dabei achten müssen. Wer innerhalb Deutschlands oder Österreichs umzieht, muss dem Einwohnermeldeamt innerhalb von 2 Wochen seinen neuen Wohnort mitteilen. Während das Gesetz in Vorarlberg bereits gilt, wird es in Deutschland zum 1. November 2015 wieder neu eingeführt. Der Vermieter hat demnach künftig eine sogenannte Mitwirkungspflicht. Er muss dem Mieter über Ein- oder Auszug eine Bescheinigung erstellen. Der Staat will hier den Scheinanmeldungen entgegentreten und insbesondere will er natürlich sämtliche Formen von Kriminalität unterbinden. Zum Beispiel bei Vollstreckungsmaßnahmen von Gläubigern, dass sich die Schuldner, wenn man keine Adresse von diesen benennen kann, sich ihrer Leistungspflicht nicht entziehen können. Bislang waren Vollstreckungsmaßnahmen erschwert, da Schuldner sich ohne Angabe ihres Wohnorts verflüchtigen konnten. Die sogenannte Wohnungsgeberbestätigung ist online verfügbar und muss Name und Anschrift des Vermieters sowie das Datum des Ein- oder Auszugs, die Anschrift der Wohnung und den Namen der meldepflichtigen Person enthalten. Stellt der Vermieter die Bescheinigung nicht aus, droht ihm ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Bei falschen Angaben ist die Strafe noch höher. Wer also jemand eine Adresse
verschafft, obwohl dieser nicht einzieht oder überhaupt nicht einziehen will, kann bis zu 50.000 Euro an Buße zahlen. Zusammengefasst heißt das, der Vermieter muss dem Mieter die Bestätigung innerhalb von 2 Wochen nach Ein- oder Auszug aushändigen. Der Mieter muss diese dann bei der zuständigen Meldebehörde vorlegen. In Vorarlberg gibt es keine separate Bescheinigung. Der Einzug ist durch den Mietvertrag geregelt. Mit diesem müssen sich die Mieter dort bei der zuständigen Behörde anmelden. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Draußen hat es Minusgrade, es schneit und Sie sitzen zu Hause ganz gemütlich vor Ihrem eigenen Kamin. Hört sich toll an, oder? Genau aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Menschen für den eigenen Kamin. Jeder Kaminofen ist auch ein Einrichtungsgegenstand. Entsprechend sollte er den Raum nicht nur wärmen, sondern auch schmücken. Experten empfehlen, den Ofen mittig im Haus zu platzieren, damit sich die Wärme verteilt. Grundvoraussetzung für den Betrieb eines Ofens ist immer ein Schornstein. Meist gibt dieser schon die Position vor. Beim Kauf sollte man neben dem Design vor allem auf die Materialstärke achten. Günstige bis billige Öfen sind eher aus ganz dünnem Blech gefertigt. Wertige Öfen aus sehr massivem Stahl. Sie sind nicht punktgeschweißt, sondern streckengeschweißt. Das heißt, dass die Verbindungen der Stähle einfach sehr, sehr sicher sind auf die Dauer, auch durch die Belastung, dass Drehteile vielleicht sogar selbstschmierend ausgeführt sind, dass Dichtungen dementsprechend befestigt sind, dass Gläser mit kompletten Rämen befestigt sind und nicht mit einzelnen Halter. Das sind lauter so Punkte, die, wenn man glaubt, einen Ofen in die Hand nimmt und mal wie bei einem Auto die Türe öffnet und schließt, sofort spürt. Ein qualitativ hochwertiger Ofen fängt preislich bei etwa 2.000 bis 2.500 Euro an. Nach oben gibt es kaum Grenzen. Wichtig auch, kein noch so guter Ofen kann ohne Holz betrieben werden. Die Menge, welche man benötigt, ist abhängig vom Nutzverhalten und von der Wertigkeit des Ofens. Pro Jahr können daher zwischen 1 oder 2 bis zu 5 Meter Holz verheizt werden. Voraussetzung ist in jedem Fall das richtige Holz. Das Holz sollte grundsätzlich stückig, naturbelassen, also nicht behandelt, nicht lackiert, kein Abfallholz und trocken sein. Und das Trocken, das ist wiederum so wichtig wie unbehandelt. Also ein gutes Holz ist in der Regel zwischen 2 bis 3 Jahren abgelagert. Gegen Regen geschützt, aber winddurchflutet. Wer das Holz nicht lagern kann oder möchte, kann auch auf technisch getrocknetes Holz zurückgreifen. Dieses kann bei Händlern direkt abgeholt werden und sollte eine Restfeuchte von 10 bis 15% haben. Wer lange Freude an seinem Ofen haben will, sollte alle 2 Jahre einen Ofencheck durchführen lassen. Dabei ist die Sicherheit und die sichere Funktion des Ofens natürlich im Augenmerk, dass die Ausmauerung noch gut ist, dass die Dichtungen sauber sind, die Beweglichkeiten der Drehteile, Türverschlussmechanismus. Und da kann man aber auch selber so während des Betriebs darauf achten, dass man sagt, okay, ich schmeiße das Holz nicht, sondern ich lege es vorsichtig in den Ofen. Ich schaue ab und zu nach den Dichtungen, dass da nicht unbedingt immer alles voll mit Asche oder Glut ist. Und bewegte Teile, mal ab und zu einen Tropfen Öl. Und dann kann man so einen Ofen doch einfach ganz angenehm das Jahr über betreiben. Wer zur Miete wohnt, muss den Einbau eines Ofens mit dem Eigentümer oder der Eigentümergemeinschaft absprechen. Sind alle technischen Voraussetzungen erfüllt, steht dem Betrieb in der Wohnung nichts im Weg. Zudem hebt ein Kamin den Wert einer Wohnung deutlich an. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Ich freue mich, wenn Sie auch kommende Woche bei Bauen und Wohnen dabei sind. Dann unter anderem mit Tipps zum richtigen privaten Immobilienverkauf. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.